Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 dümmsten Dinge, für die Millionäre Geld verschwenden. Egal, wie hoch unser Vermögen ist, wir scheinen das Geld zu verschwenden. Es gibt einige Dinge, die sehen, dass Geld ein Loch in ihre Tasche brennt und sie es ausgeben müssen. Andere jedoch beweisen, dass es möglich ist, viel Geld zu sparen, auch wenn sie kein Millionärsgehalt verdienen. Für manche können Geldverschwendungen bedeuten, jeden Tag einen Kaffee zu kaufen oder Einkäufe zu tätigen, die auf dem basieren, was ein berühmter Influencer kaufen möchte, aber andere fallen in die Kategorie des Kaufs einer Yacht als sicheres Zeichen für einen dummen Kauf. Ja, Millionäre verschwenden ihr Geld, genauso wie der Rest von uns. Insbesondere die Liste mit diesen 10 Dingen. Platz Nummer 1. Ein übergroßes Haus. Niemand braucht wirklich ein 30.000 Quadratmeter großes Haus mit Aufzügen, 20 Badezimmern und 15 Schlafzimmern. Es ist wie ein Hotel zu besitzen und ist wirklich dumm und unpraktikabel. Sicher, Sie haben vielleicht das Geld, um es einzurichten, zu reinigen und zu warten, geschweige denn für die alljährliche Grundsteuer darauf zu zahlen. Aber warum sollten Sie so viel Geld verschwenden, das höchstwahrscheinlich kaum verwendet wird? Platz Nummer 2. Mehrere Häuser. Man braucht nicht wirklich in jeder Stadt, die man regelmäßig besucht, ein Haus und es lässt sich auch nicht damit begründen, dass man mit einem Immobilienportfolio mehr Geld verdient. Wenn das der Fall wäre, dann müssten Sie Gewerbeimmobilien kaufen, bei denen andere ihre Miete zahlen. Bei mehreren Häusern zahlen Sie lediglich zusätzliche Hypotheken, Mietgebühren, Wartung und Grundsteuer. Platz Nummer 3. Eine Yacht. Wenn Segeln nicht Ihre Leidenschaft ist, ist der Kauf eines riesigen Bootes ein dummer Kauf. Einige Millionäre benutzen ihre Yachten nie, weil sie zu beschäftigt sind, woanders Geld auszugeben. Das bedeutet, das zusätzliche Geld für die Lagerung der Yacht und für die Wartung der Yacht muss ausgegeben werden. Beim Gedanken an diesen dummen Kauf kann man die brennenden Scheine förmlich riechen. Platz Nummer 4. Eine Insel. Kein Millionär möchte wirklich auf einer Insel leben. Es klingt einfach gut, wenn man anderen erzählen kann, dass man eine eigene Insel hat. Es ist eher ein Statuskauf, wie andere einen Artikel auf ihrer Liste haben, wie zum Beispiel eine Gucci-Tasche. Viele Inseln können nicht einmal erschlossen werden und kosten dafür trotzdem ein kleines Vermögen. Sofern sie nicht vorhaben, daraus ein Resort zu machen, um Einnahmen zu erzielen, ist eine Insel wirklich ein ziemlich dummer Kauf. Platz Nummer 5. Flotte, teure Autos für Sie und die Kinder. Während ein lustiger Kauf wie ein teures Auto eine Möglichkeit sein kann, sich selbst etwas zu gönnen, um ein bestimmtes Erfolgsniveau zu erreichen, wird es ein ziemlich dummer Kauf, wenn Sie beginnen, eine Flotte teurer Autos für sich und Ihre kleinen Kinder zu kaufen. So viele Autos braucht man eigentlich nicht und auch Kinder brauchen nicht so viele teure Dinge in ihrem Leben. Für Sie gibt es hier eine kleine Lektion über den Wert des Geldes. Sie lernen nur, dass es gut erscheint, viel zu kaufen und nicht dafür hart arbeiten zu müssen. Platz Nummer 6. Kunst und Schmuck nur um der Sache willen. Obwohl bestimmte Kunst- und Schmuckkäufe im Laufe der Zeit als eine gute Investition angesehen werden können, wird es zur Geldverschwendung, wenn Millionäre alles kaufen, was sie sehen, nur um sagen zu können, dass sie es sich kaufen können. Es wäre besser, sich die Zeit zu nehmen und zu recherchieren, was sie kaufen, um zu sehen, ob es das ist, was wirklich seinen Wert behält oder sogar im Laufe der Zeit an Wert gewinnt. Außerdem ist es in Ordnung, etwas zu kaufen, das einem wirklich gefällt und das das Leben bereichert. Das sollte immer möglich sein. Platz Nummer 7. Hubschrauber und Jets. Wie die Yacht ist alles, was fliegt, wirklich unnötig. Es sei denn, es ist Ihre ultimative Leidenschaft zu fliegen. Wenn es nur darum geht, Sie aus einer Laune heraus von Punkt A nach Punkt B zu bringen, ist es ein ziemlich dummer Kauf. Das liegt daran, dass es auch Geld kostet für Lagerung und Wartung. Obwohl Sie in Wirklichkeit einen Jet- und Helikopter-Service nutzen könnten, wenn Sie ihn tatsächlich nutzen möchten. Andererseits können Sie auch einfach mit dem Rest der Bevölkerung in einem kommerziellen Flugzeug reisen und Ihr Geld nicht verschwenden. Platz Nummer 8. Private Clubs. Es ist eine nette Idee, einem sozialen Club beizutreten. Aber viele von ihnen sind mit überhöhten Jahresgebühren verbunden, nur um ein Teil von etwas zu sein, das als exklusiv gilt. Im Gegensatz bekommt man aber nicht so viel, außer der Idee, dass man vor anderen damit prahlen kann, ein Elitemitglied zu sein. Aufgrund ihres geschäftigen Lebens können sie den Privatclub möglicherweise nicht so oft nutzen.
9. Personal und persönliche Köche. Diejenigen, die Geld zu verbrennen haben und große Häuser kaufen, stellen dann fest, dass sie nicht die Zeit oder die Bereitschaft haben, um sich um diese täglichen Aufgaben zu kümmern. Und sie stellen daher einen Mitarbeiter ein, der das für sie erledigt. Sie haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie einfach keine Zeit oder Lust mehr zu kochen haben und holen sich einen persönlichen Koch hinzu. Es sind diese anderen Einkäufe um die Vorstellung, dass sie den Anspruch darauf haben, dass sich andere um etwas kümmern, das dazu führt, dass sie so viel Geld dafür verschwenden, sich mit den Menschen zu umgeben, um das zu tun, was sie eigentlich selbst tun können. Vielleicht genießen sie die Dinge auch und finden darin persönliche Befriedigung. Etwas, das man mit Geld natürlich nicht kaufen kann. Platz Nummer 10. Plastische Chirurgie. Prominente beweisen jeden Tag, wie Schönheitsoperationen in ihren vergeblichen und unsicheren Versuchen, jünger und attraktiver auszusehen, sein können. Geldverschwendung für plastische Chirurgie kann den Alterungsprozess verlangsamen, aber es wird ihn nicht verhindern. Es wird dich auch nicht wirklich viel besser aussehen lassen. Wir haben alle gesehen, wo diese Operationen völlig schief gegangen sind. Ein effektiver Ansatz, der überhaupt nicht viel Geld kostet, ist Sport, eine gesunde Ernährung und dies führt nachweislich zu einer Verjüngung des Alters, sowohl im Aussehen als auch im Kopf. So, das waren 10 unnötige Gründe, wofür Reiche Geld ausgeben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Ich sage bis zur nächsten Folge und ciao.